Dann gibt es wohl viel Zeit zu schlagen. Am besten zeigst du uns, wo man hier sich gemütlich hinsetzen kann und einen trinken. Da, unter Deck. Aber nicht an die Waren gehen, ah? Wie? Nun. Mein Wo? Guter, du. Ich dachte, du bist dabei. Wirst du hier oben gebraucht? Da, ich bin der Kapitän. Ich dachte, dann gibst du einfach kurz die Befehle und dann kommst du runter und trinkst mit uns ein. Ah, du weißt, wie Bornland funktioniert, ah? Vasili kommt runter, wenn wir aus dem Hafen sind. Deswegen liebe ich euch verdammten Bornländer so. Also gut, Mann. Wir brechen auf, weil ihr habt es gehört. Ja, und so gibt er typisch seemännische Befehle, lässt dann ein halbes Segel setzen, um aus dem Hafen herauszukommen. Manövriert sehr viel. Ihr könnt das auch, während ihr euch dann nach unten, nach Unterdeck verzieht. Es riecht ekelhaft nach Salz und nach Schweiß, als ob hier noch nie gelüftet worden ist. Und ja, sucht euch dann so eine Matratze. Ja, Matratzen sind es ja gar nicht. Es sind ja halt so Hängematten, die man eher aus Torwall kennt, die nicht ganz so zerlöchert sind und nicht ganz so vollgeschwitzt sind. Und während ihr dann gerade versucht, irgendwie eure Rucksäcke oben rauf zu hieven, könnt ihr irgendwie mehrere Male das ja, Holz an Holz hören, als ob man irgendwo gegen geschabt wäre. Laute böse Rufe, die dann von Oberdecker klingen und auch die Erwiderung von Vasili. Ja, und kurze Zeit später könnt ihr dann auch sehen, wie Vasili selbst nach unten kommt und er dann das Trinken mit Ronga beginnt. Ich will derweil schon mal die Hälfte dieses Geld abzählen und jeweils unter meinen Gesellschaftern verteilen. Also etwa ein Viertel Dukaten in dem Fall. Ja, machst du einfach 6 Dukaten und dann sollen sich den Rest irgendwie anders besorgen. Okay, ihr habt 3 Tage Zeit, um von Janka in Richtung Süden die Zeit zu vertreiben. Bauer Rogel, wir fangen mit dir an. Was machst du denn in der Zeit? Ja, also ich suche mir jemanden, der mir zeigt, was man auf einem Schiff macht, weil ich bin ziemlich verloren. Also ich guck mal, was ich eigentlich überhaupt hier machen soll. Priodor, was muss ich jetzt hier machen? Nun, ihr könntet Hand anlegen an der Mannschaft helfen. Vielleicht in der Küche. Nennt sich das hier ein Smoothie, glaube ich. Hatte ich gelesen. Also ja, das klingt jetzt ja gar nicht so schlecht. Glaubt ihr, man muss einfach fragen oder wie geht das? Nun, ich denke, der gute Mann wird eure Gesellschaft benötigen. Ich weiß nicht, was hier aufgetischt wird, aber ich vermute, es ist nun nicht allzu schön. Und Rogel, wenn ihr Fragen zum Ablauf an Bord habt, die Grundlagen des Segelns kann ich euch vielleicht beibringen. Okay, gut. Dann kann ich euch auch direkt fragen. Und zwar, also muss ich jetzt morgens auch aufstehen oder wie funktioniert das, wenn man jetzt mitfährt? Bin ich jetzt, also geht das? Muss ich auch aufstehen oder kann ich lange schlafen? Nun, wir sind Gäste hier an Bord. Ich nehme an, wir sind von den üblichen Bordpflichten ausgeschlossen. Wärt ihr Teil der Mannschaft, hättet ihr durchaus ein anderes Tagespensum abzuleisten. Das klingt ja gar nicht so schlecht. Also, Breidur und Sie, ich guck mal, ob ich jetzt den Smoothie finde. Oder wie hieß der nochmal? Smoothie, ja. Gut, ich gehe den suchen. Und dann gehe ich einfach auf den nächstbesten Menschen zu, den ich nicht kenne, und frage ihn: Hallo, bist du der Smoothie? Nicht. Wir haben keine Smoothie an Bord. Ah, blöd. Habt ihr sonst einen, der was kocht, oder nicht? Wir haben da hinten großen Sack mit Zwiebeln. Schau mir das mal an. Er deutet auf einen Sack, der wohl auch halb offen ist. Wenn du herantrittst, siehst du auch wieder 2, 3 Ratten oben drauf sitzen und gerade so ein bisschen Zwieback kauen. Versuche, eine der Ratten zu fangen. Okay, erste Probe. Schauen wir mal, was ist denn das? Weiß ich nicht. Kaufen vermutlich? Fingerfertigkeit? Was auch immer du möchtest. Ja, mach mal eine Fingerfertigkeitsprobe.
Oder ein Tropfenangriff gegen winzigen Gegner. Oh, das willst du auch nicht. Ja, du versuchst mit deinen Fingern irgendwie sie zu schnappen. Zum Glück schnappt sie nicht nach dir. Und so springt sie einfach nur davon, dreht sich nochmal um mit dem ganzen Maul voll mit Zwieback und verschwindet dann in einer der vielen Spalten. Die anderen werden sich dann ebenso nach deinen fuchteligen Attacken unter Deck verziehen und so stehst du dann vor einem großen Sack mit Zwieback. Also ich würde sagen, das war schon meine erste Heldentat auf dieser Reise. Und dann würde ich mich erstmal da hinsetzen und gucken, ob hier Zwieback irgendwas kochen kann. Ja, die ersten Abenteuerpunkte verdient. Praiodur, was möchtest du tun? Drei Tage Zeit. Ich würde natürlich morgens immer das Morgengebiet anstimmen und gucken, ob ich irgendjemand von der Mannschaft, wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, dazu animieren kann, dies mit zelebrieren. Ja, Überzeugenprobe. Oh Gott. Sie ist erschwert um 5. Okay. Öffentliche Rede zählt wahrscheinlich nicht, oder? Hm, was? Was zählt? Öffentliche Rede? Wahrscheinlich nicht, oder? Boah, ich glaube, für eine Predigt gibt es, glaube ich, eine andere Spezialisierung. Ja, Predigt ist eigene Spezialisierung. Predigt ist Predigt, ja. Aber geschafft. 15 THW, ja, dann wirst du tatsächlich. Doch, die Leute hören dir zu. Man steht zwar nicht an Reihe und Glied oder verschränkt die Hände, aber sie hören dir zu und lassen dann tatsächlich auch dann noch auf Anforderung von Fassili die Arbeiten stehen und liegen, sodass du dann 3 Morgenpredigten halten kannst von grob 20, 30 Minuten. Ja, also meistens, ich wollte die verarbeitet haben, so 10 Minuten zu stellen, so ja, Predigt gehen. Super. Ja, und probieren, sie von Praios Willen zu überzeugen, dass er allwirkend ist und allwissend ist. Mhm. Wenn es geht, ich würde ihn auch vielleicht probieren, die Grundlagen des Schreibens und Lehrens vielleicht beizubringen. Lesen, ja, das kannst du sicherlich auch machen. Die haben ja immer so 4-Stunden-Schichten und dann wirst du auch den ein oder anderen Lesen und Schreiben beibringen können. Haldan, du kannst mir mal eine Kochenprobe würfeln. Was ist dir schwer, wenn ich nur mit Zwieback koche? Würfel mir einfach mal die Kochenprobe. Ja, es gibt auch noch Ratten. Ja. Dann hätte ich nach einer Erleichterung gefragt, wenn ich die gefangen hätte. Ja, also es ist, du kannst sie so ein bisschen zerbröseln und klein drücken und dann mit so ein ganz bisschen Wasser anfeuchten. Und das kannst du dann, zumindest deinen Kameraden, kannst du das als gute, schmackhafte Brotsuppe anbieten. Also es ist halt eine Abwechslung, so dass auch so vielleicht ein bisschen Tee reinmachen, weil Tee ist halt auch noch irgendwo in so einer krümeligen, irgendwo in einer krümeligen Kiste wirst du dann auch Tee finden, sodass es dann irgendwie schmackhaft wird. Eine schmackhafte Brotsuppe, wer auch immer das mag. Ja, wenn ich das präsentiere, würde ich mich einmal in den Keusch. Hätte ich die Ratte gefangen, wäre es besser, aber die ist einfach weggesprungen. Ihr wollt doch keine Ratte kochen. Das könnt ihr doch einem Geweihten des Preises nicht antun. Ratten ja, sind die Zeichen des Namenlosen. Wisst ihr das nicht? Klassisches Seegulasch. Also, wenn ihr die Ratte. Also, wenn. Okay, da wollt ihr keine Ratte, dann kriegt ihr halt nächstes Mal nichts. Ronga, was willst du tun? 3 Tage. Ronga wird die 3 Tage wie den ersten Tag verbringen, sich Freunde unter den Bornländern machen und in vollster Absicht die meisten davon unter den Tisch zu trinken und die ganzen Spesen, die 6 Dukaten zu verspielen. Im verschiedenen Kartenspielen, da lässt sich auch von Bornländern da Kartenspiele beibringen, die er selbst nie gespielt hat. Und dementsprechend hat er keine Ahnung und verliert. Also die 6 Karten werde ich mir abstreichen. Ich werde auch keine Brett- und Karten-Spielprobe machen. Sie bringen dir Durak bei. Durak. Großartig. Volltrottel. Würfel mal eine Zechenprobe. Die kriegst du. Ist natürlich konträr zu den anderen. Oh, du hast aber gute Werte. Die Bornländer würfeln auf 14, 14, 14, THW 7. Da ist ein Punkt weniger, dann wirst du das gewinnen. Also es dauert lange, aber du kriegst die Bornländer klein und deine Alkoholsucht siegt über die Seemänner. Sodass du dann auch beim Brett- und Kartenspiel eine ganze Menge lernst und noch mehr viel Spaß hast und ein bisschen was an Geld dazu bekommst, ein bisschen was wieder verlierst und so plus minus null dann bist.
Also schon sehr zufrieden. Ronka wird bei diesem Gezeche auch keineswegs allein sein. Der gute Greldig hat eine hohe Affinität zu alkoholischem Gebräu. Ja, richtig. Ronka nutzt die Zeit auch, sich auch ein bisschen mit Greldig zu unterhalten und erzählt ihm dann auch, sobald der erste Alkohol geflossen ist, was schnell passiert, von den ganzen Geschichten von seinem guten Freund Ardo, was sie noch zusammen erlebt haben, dem Magier Kasim, der dann sein liebstes Kettenhemd auf dem Gewissen hat, der Zeit, in der er Riese war und die riesige Spinne, die er getötet hat, eine Höhlenspinne. All die Geschichten kannst du dir über die drei Tage und auch die anderen Seemänner können sich die anhören. Du hast die Freundschaft mit zwei Goblins geschlossen. Und Goblin-Schnaps. Er wird euch einen ganzen Abend lang von Goblin-Schnaps erzählen. Und dabei aber für sich behalten, dass er noch ein klein bisschen was davon hat, um nicht teilen zu müssen. Ja, genau. Nicht teilen. Auf gar keinen Fall. Der Bärenschnapp ist. Goblin-Schnaps. Können Goblins überhaupt Schnaps brauen? Ob die Schnaps brauen können und wie sie Schnaps brauen können, mein Freund. Ich sag dir, wenn wir diesen zwei Goblins wieder auf den Weg laufen, ich glaube, haben die irgendwo in der Wildermark zurückgelassen oder sind sie mir nach Lianka gekommen? Das war eine ziemlich aufregende Reise nach Lianka, aber dieser Schnaps, ich weiß nicht, was sie da reinmachen, verschiedene Kräuter und ich habe auch gesehen, dass sie da wohl reingerotzt hat. Scheißegal, es schmeckt einfach großartig. Ich habe nie etwas Besseres in meinem Leben getrunken. Na, vermutlich rostet der Kessel auch von innen, so dieses Rostaroma, das kannst du halt nur mit diesem einen Kessel hinkriegen. Ja, oh. Greldig, was möchtest du machen? Drei Tage Zeit. Ja, ich habe schon eine Zechenprobe gewürfelt, ich werde auf jeden Fall mit Ronga mithalten. Ja? Allzu sehr schlägt der Schnaps wohl doch nicht bei mir an, also Greldig ist ein geübter Zeche. Und Greldig wird vor allem am ersten Tag auch die Kogge inspizieren auf die Wehrhaftigkeit, auf eine mögliche Bordbewaffnung und versuchen, die Mannschaft einzuschätzen, wie sie mit einer potenziellen Gefahr fertig werden würde. Ja, da kannst du mir mal eine Seefahrtsprobe würfeln, um die Theorie oder auch deren Handwerk dir jetzt mal anzugucken. So, was wäre, wenn die in eine bedrohliche Situation kämen, alleine aufgrund von deren Handschlag und... ja. Also du bist der Meinung, dass du den Kapitän gut ersetzen könntest, wie der an sein Amt gekommen ist, wahrscheinlich, weil er am besten trinken kann. Du kannst mit dieser Korge sowieso nicht viel rausholen. Also wenn es hier einen Angriff von Piraten gibt, dann bist man hoffnungslos verloren, weil es hier keine Bewaffnung gibt. Das ist ein Transportschiff. Und so bist du dann auch über die nächsten drei Tage relativ froh, dass es eben keine Angriffe gibt und dass das Wetter eben auch besser und besser wird. Dass man dann von einem winterverschneiten Janka nach Richtung Süden besseres, sonnigeres Wetter bekommt, was dann eben typisch thulamidisch ist, trotz der Jahreszeit. Also die kannst du alle überbieten, die haben halt eine Qualität, solange nichts passiert, solange die nicht angegriffen werden, solange es keinen Sturm gibt, kriegen die das Schiff gesegelt. Ach, es scheint, als wäre mein ursprünglicher Eindruck durchaus richtig gewesen. Typischer wehrloser Kaufmannskahn. Und den Rest der Zeit wird Greldig, wie gesagt, unter Deck oder auf Deck mit Ronga beim Zechen verbringen und versuchen, Bauer Rogel die Grundbegriffe der Seefahrt beizubringen. Was ist Lu, was ist Le, Luf, was ist Le, Backbord, Steuerbord, etc. Ausgezeichnet. Super. Dann erreicht ihr nach drei Tagen, ohne dass es trotz der blutigen See keine Ereignisse gibt. Es gab nicht mal einen kurzen Zwischenstopp in Kunchum, den hat man ausgespart. Die werden euch auch erzählen, dass man von der Rückreise wohl Kunchum ansteuert, dass man in Talusa wohl noch wenige Waren einkauft und dann in Kunchum macht man dann sein eigenes, seinen eigenen Laderaum leer. Warum auch immer, es wäre eigentlich andersrum sinnvoll, aber Greldig hat eh schon festgestellt, dass die noch nicht so viel wissen. Aber ihr kommt an. In einem breiten Tal des Talusim.
wo ihr Reisfelder kennenkömmt und auch die Sümpfe, die irgendwo hinter der Stadt liegen müssen, könnt ihr Talusa sehen. Die Stadt, wo Sonne und Wasser Hochzeit halten, so wird sie genannt. Die Stadt der Gegensätze. Und wenn ihr dann einlauft in den Hafen, könnt ihr ja den Einfluss des Kalifats erkennen oder der novadischen Kultur. Immer so diese kleinen Zwiebeltürmchen, die versuchen nach oben zu ragen. Das Minarett von dem zugemauerten Turm von Rashtula könnt ihr auch auf alle Fälle sehen. Und dann lauft ihr in den großen Handelshafen ein. Auf der von euch aus gesehen linken Seite, Backbord, dreht ihr dann in den Hafen ein, wo ihr dann an einem der vielen Stege anlegen könnt. Es sind nicht viele ausländische Schiffe da. Sämtliche Schiffe, wenige Schiffe, die ihr sehen könnt, haben dieses Stierwappen der Talusima selbst geflaggt oder gehisst. Ein paar Fischer, die da wohl Netze flicken, euch sehr betröppelt ansehen. Und direkt vor euch könnt ihr dann den Effa-Tempel erkennen, der selbst auch so ein bisschen novadisch angehaucht ist. So dass ihr dann dort voranlegt. Viele Bruchbuden, die ihr erkennen könnt. Die Stadt ist wirklich nicht in einem guten Zustand, aber sehr tulamidisch, sehr novadisch. Das, was ihr zumindest erkennen könnt. Und es ist bedrückend leise dafür, dass es eine große Stadt ist. Ihr habt auch wohl schon gehört, dass es hier 6000 Leute gibt. Das ist in Ordnung. Das ist eine kleine Stadt. Florierend, prosperierend könnte es zumindest sein. Aber dafür, dass hier 6000 Leute sein sollen, wohnen sollen, ist es bedrückend leise. Und ihr könnt dann auch die Garnisonssöldner erkennen. Die Löwen von Talusa, wie sie dort am Rande stehen und euch misstrauisch mustern. Wenn ihr dann mit eurer zweimastigen Kogge anlegt und die einzelnen Taue rübergeschmissen werden, sodass man sich ein bisschen festzurrt und die Planke rübergelegt wird. Also dann, meine Freunde, ich hatte viel Spaß mit euch, gut Getränk. Wenn ihr uns noch braucht, wir sind nicht lange hier. Wir gehen in 2 Stunden weiter. Ja, gut zu wissen, vielleicht sieht man sich ja irgendwann in Lyanka wieder. Da. Derzeit gehen wir wegen Paligan nicht nach Bonn zurück. Das geht nicht. Viel Überschwemmung. Ja, schlimme Sache. Aber wir werden das schon alle irgendwie überstehen. Da. So, dann. Dos vidania. Ja. Viel Spaß beim Bootfahren. Schiff. Also wollen wir jetzt diesen Büchern nahe, also versuchen dieses Hotel ausfindig zu machen, um die Bücher zu finden? Wir können ja auf jeden Fall mal fragen, also wenn er sie nicht mehr hat, dann hat er sie nicht mehr, aber wir können ja mal fragen. Es klingt für mich am zielführendsten. Vielleicht finden wir hier auch irgendwie Anhaltspunkte, die uns in die Sümpfe führen. Nun, wir sollten auf jeden Fall im Praios-Tempel vorstellig werden, wie sich das gehört. Da hat er nicht Unrecht. Das gehört sich so. Und vielleicht auch diesen Effa-Tempel aussuchen. Vielleicht weiß man da genaueres über diesen Ahmed, wie der, glaube ich. Ahmed Ben Shalif. Nun, dort sollten wir auch fragen. Die FRTs kennen sich am besten in Haftschitten aus. Soll ich vorgehen? Ich bin sicher, ich finde den Weg. Diese Stadt ist so still. Was stimmt hier nicht? Nun, ich finde es erfrischend. Nicht diesen Trubel in Hafenstädten ist mir abträglich. Also, in Yanka ist natürlich viel mehr los, aber in Yanka ist auch, glaube ich, kleiner und da sind viel mehr Leute. Sind oder nicht? Ja, das ist schon merkwürdig hier. Vielleicht, weil es so warm ist, sind alle drin. Nun, wir werden sehen. Diese Gardisten lassen uns auch teilweise nicht aus den Augen.
Nun, wir haben nichts zu verbergen, nicht wahr? Ihr könnt auch sehen, wie die Fischer, wenn sie dann ihre Netze knüpfen, auch auf euch blicken und ebenso abschätzig euch anblicken, nach dem Motto, sprecht mich bloß nicht an. Greldig betrachtet das als Aufforderung und marschiert direkt auf einen dieser Fischer zu. Salam. Salam, salam. Freund, könnt ihr mir den Weg zu Ahmed Ben Sharifs Taverne weisen? Greldig langt in seinen Münzbeutel und lässt es leise klingeln. Normalerweise, so kennst du es, wenn man Fischer mit Geld für eine Info bezahlt, dann greifen sie zu, nicken und geben dir die Info. Das war bisher immer so. Du siehst hier aber diesen Widerstand, also dieses, man blickt zu dir, zu dem Beutel und dann schauen sie zu den Wachen. Und dann schütteln mit dem Kopf, nicht kennen. Ich nicht kennen. Geh weiter. Wir können auch hier hinter in die Gasse, wo die Wachen nicht sehen, uns kennenlernen. Er schaut wieder so ein bisschen, ja. Nee, ich dich nicht kennen. Grillig, was treibt ihr dort hinten? Lasst uns zum Tempel gehen, wie sich das gehört. Du kannst sehen, wie der Fischer jetzt seine Sachen zum Netzknüpfen einfach beiseite legt. Er hebt seine Hände, als wäre er unbewaffnet und geht dann von seinem kleinen Steg die Straßen entlang einfach weg. So auch bedacht darauf, dass es die Wachen sehen. Immer noch seine Hände oben. Er hat nichts genommen, er hat keine Waffen, er hat nicht mit dir interagiert. Greldig bleibt kurz verwirrt stehen, reibt sich die Nase, zieht dann den Rotz hoch, spuckt verächtlich aus und marschiert zurück zur Gruppe und zum Prioten. Hast du ihm Angst gemacht? Der sieht aus, als hättest du ihm Angst gemacht. Du sollst die fremden Leuten Angst machen, das ist schön. Nein, die hatten schon Angst. Die stehen hier unter der Knute. Oh. Die haben Angst davor, dass sie mit uns gesehen werden. Sah nämlich nicht so aus, als hätten sie vor Greldig Angst. Der hat immer wieder zu denen rübergeschaut. Ich lasse meinen Blick mal schweifen, ob ich einen großen Tempelbau, wie man es in Effertkirchen am Küstennähe gewohnt ist, erblicken kann. Eine Kuppel oder wie auch immer, irgendwas Blaues wahrscheinlich. Ja, also du siehst den hast du auch beim Einlaufen gesehen. Das ist ein novadisch-tulamidisches Gebäude, aber mit dieser Muschelornamentik kannst du das als Effert-Tempel zuweisen. Und auch diesen Effert-Speer und ja, das sieht nach einem Effert-Tempel aus, direkt vor dem Hafen, ja. Ich glaube, dort entlang geht es. Breit in Richtung Stapfen einfach losgeht. Wollen wir jetzt einen Tempel nach dem anderen abgrasen? Nun, die wichtigen. Die Effertkirche und den Preistempel natürlich. Na, vielleicht reden die da wenigstens mit uns. Priorio, mich dünkt, wenn, dann erhalten wir hier nur an offiziellen Stellen Auskunft. Oder sehr inoffiziell außerhalb der Blicke der Wachen. Nun, mit solchen Leuten habe ich nichts zu schaffen, mit inoffiziellen Stellen, weil sie ja irgendetwas andeuten wollt. Nein, das ist kein Problem. Unsere Stärken werden sich ergänzen. Nun, dort entlang, wie gesagt. Ja, ihr könnt den Tempel betreten, seht dann auch, wie er typisch dunkel ist, beziehungsweise blau beleuchtet von den Gwenpetrel-Steinen, die hier an die Wände geklebt worden sind. Und der Tempel ist sonst leer, also es gibt hier wenig Altar, keine Menschen, nur jemand, der hier wohl gerade mit so einem Kehricht putzt. Das sieht aber nicht nach einem Novizen aus. Hallo? Effert und Preis und Grüße. Effert mit euch. Nun, was ist hier los? Wo ist der Abt? Faramut ibn Benayman, er Meister des Flusses. Er sitzt am Knüppeldamm. Nun, gibt es hier keine Eleven oder jemand, der sich um den Tempel kümmert, außer euch? Nein. Nun, wie führt ihr euren Tempel denn? So kann man doch keinen Tempel führen.
Nicht mein Tempel. Ich nur bezahlt zum Saubermachen. Pfarrer Mut auf Knüppeldamm. Er nicht oft hier. Nun, wo ist dieser Knüppeldamm? Ihr müsst folgen dem Fluss, dem Talusim. Ich glaube, ich muss ein ernsthaftes Wort mit dem Vorsteller dieses Tempels reden. So führt man doch keinen Tempel. Er ist oft auf Knüppeldamm oder auf Sumpf. Wenn er nicht auf Knüppeldamm, dann eher auf Sumpf. Auf Sumpf. Nun gut, wir werden sehen. Wie war euer Name gleich noch einmal? Ich bin Ahmad. Ah, ein sehr beliebter Name anscheinend in dieser Gegend hier. Ja, viele heißen Ahmad. Kennt ihr auch einen Ahmad Ben Jalif, was immer dieses Ben bedeuten mag? Ben heißt Sohn. Ha, nun kennt ihr diesen Ben Jalif? Ja. Nun, wo finden wir den guten Herrn? Er hat Zedrake. Ja, das scheint mir... wo finden wir diese Zedrake mit Herrn Ben Jalif? Zedrake ist großes Schiff. Nun, wie auch immer, wo finden wir diese Zedrake? Schiffe im Wasser. Ja, das sagte ich mir. Die sind selten auf Land. Gott sei Dank. Ja, genau.